Für den Vortrag ein neues Schulnetz, vorgetragen vom Herrn Frank Schiebel. Und ihr wisst, wie begrüßt man den Lehrer, wenn er gerade die Klasse betreten hat? Hallo, Herr Schiebel. Dankeschön. Genau, wir wollen uns heute angucken, welche Infrastruktur, welche Software und welche Finanzierungsmöglichkeiten haben wir. Und damit übergehe ich auch schon an den Herrn Lehrer. Dankeschön, vielen Dank für die Einführung. Ein recht herzliches Hallo an euch alle. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, da so viele gekommen sind für dieses Thema. Ich möchte ein paar Einblicke geben, weil nämlich alles erzählen werde ich nicht können. Das sind einfach zu viele Dinge, die da passieren. Einfach so exemplarisch einmal durchgehen. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin der Frank. Ich bin Lehrer für Mathe, Physik. Also das habe ich studiert. Unterrichte im Moment aber hauptsächlich Informatik und NWT, dort die Programmiersachen, so mit Arduino und sowas. Und seit 2004 mache ich so Sachen mit Schulnetz. Bin also einer von diesen Hobby-Administratoren, die man halt so kennt an der Schule, nicht wahr? Die dort das Netzwerk machen. Gut, wo arbeite ich? Ich arbeite am Quenstedt-Gymnasium in Mössingen und bevor wir jetzt dann so zu konkreten Dingen kommen, möchte ich einen Abschnitt kurz machen, wie Medienentwicklungsplanung in Baden-Württemberg funktioniert. Weil das tatsächlich so ein, also das erklärt einige Dinge, die jetzt auch hinsichtlich des Digitalpakts immer mal wieder so ein bisschen missverstanden wurden. Wir sind ein allgemeinbildendes Gymnasium, haben etwa 750 Schülerinnen, 80 Lehrpersonen arbeiten bei uns. Haben ein naturwissenschaftliches Profil, sprachliches und ein Sportprofil und haben uns jetzt, wir haben nicht dieses Fach IMP eingeführt bei uns an der Schule, sondern nehmen am Schulversuch Informatik teil. Das bedeutet, da können die Schüler bei uns dreistündige Grund- und fünfstündige Leistungskurse in Informatik belegen. Und das haben wir seit 4 Jahren und ich habe jetzt den zweiten Leistungskurs Informatik auch zum Abitur geführt. Das kommt also ganz gut an. Da steht unten dran Schule, das sind also wir. Und sehr wichtig für die Schulen, auch hinsichtlich der IT-Ausstattung in Baden-Württemberg, ist der sogenannte Schulträger. Also in anderen Bundesländern heißt es zum Teil Sachaufwandsträger oder sowas. Das ist die Stadt Mössingen in unserem Fall. Also in Baden-Württemberg ist es meistens so, dass die allgemeinbildenden Gymnasien von den Städten finanziert werden. Es gibt auch Kreisgymnasien, Berufsschulen werden von Landkreisen finanziert normalerweise. Mössingen ist eine eher kleine Stadt, also ist zwar verwaltungstechnisch eine große Kreisstadt, hat etwa 20.000 Einwohner. Das ist, glaube ich, auch das Limit, das man schaffen muss. Wahrscheinlich müssen Sie immer gucken, dass niemand wegzieht, damit es klappt. Wir sind so 40 Kilometer südlich von Stuttgart lokalisiert. Ja, genau. Das ist der sogenannte Schulträger. Da habe ich den Geldsack hingemalt, weil der muss nämlich im Endeffekt halt bezahlen. Ja, wie funktioniert das jetzt mit der Medienentwicklungsplanung? Prinzipiell ist es halt so, wir haben die Kultusverwaltung, die setzt sich hin und macht Bildungspläne und sie bezahlt das pädagogische Personal, also mich zum Beispiel. Ich bekomme also mein Geld vom KUMI, also vom Land Baden-Württemberg. Und das ist eben auch ein Konfliktpunkt, denn die Schule, die muss dann den Bildungsplan, der von der Kultusverwaltung vorgegeben wird, umsetzen und überlegt sich dazu Schulcurricula und Medienkonzepte und so weiter, um das irgendwie hinzukriegen. Bezahlen muss das aber alles der Schulträger. Das bedeutet, die Stadt Mössingen in unserem Fall, die bezahlt also das Schulgebäude, guckt, dass es da schön warm ist, bezahlt das nicht pädagogische Personal, also beispielsweise Sekretärinnen und Hausmeister und allgemein einfach die Ausstattung, auch IT. Das heißt, eigentlich ist der Schulträger dafür zuständig, dass bei uns die Computer funktionieren, das ist mal so ganz flapsig gesagt. Und das hat natürlich jetzt so ein bisschen, da geht so schwarze Peter ein bisschen hin und her, weil tatsächlich die Kultusverwaltung ein bisschen Ressourcen auch tatsächlich an die Schulen gibt für die Betreuung, also dass ich da meine Hobbyadministration machen kann. Und der Schulträger nimmt es natürlich dankend an, weil alles, was ich mache, muss der nicht bezahlen. Kommt auf der nächsten Folie noch was dazu. Prinzipiell ist es halt so, wenn wir jetzt also an der Schule was überlegen, wie wir den Bildungsplan umsetzen wollen und was wir dazu brauchen, jetzt also speziell im Bereich Medien und IT, dann müssen wir uns letztlich mit dem Schulträger irgendwie abstimmen. Und besonders seit der Digitalpakt Schule jetzt läuft, also seit 2019, diese 5 Milliarden Euro über 5 Jahre,
ist die Basis der Förderung, ist dieser Medienentwicklungsplan, den die Schulen gemeinsam mit dem Schulträger machen müssen. Und dieser Medienentwicklungsplan ging dann praktisch an die Menschen, die die Förderung auszahlen. Und nur auf Basis eines solchen Medienentwicklungsplans konnte man Geld bekommen. Ist mir deswegen wichtig, das zu sagen, weil halt immer wieder während des Digitalpakt-Dings diese Menschen gesagt haben, ja, dann sollen die Schulen halt mal was kaufen, dann sollen die mal was machen. Wir können da nicht so einfach was machen. Also das Geld geht immer zum Schulträger, nie zur Schule. Das ist eine ganz wichtige Sache. Gut, jetzt haben wir also irgendwie Zeug, die meisten Schulen haben ja irgendwie Zeug und jetzt ist die Frage, wie betreut man das? Also ich habe jetzt einfach exemplarisch hier mal auf die Folie geschrieben, was wir bei uns haben, also so 120 Rechner, die sind so verteilt in Computerräumen, Informatik, Klassenräumen, Lehrerarbeitsplätze, in der Bibliothek stehen welche für die Schüler. Wir haben WLAN flächendeckend, wir müssen Benutzerverwaltung machen, immer wenn neue Schüler kommen, müssen die aufgenommen werden, die müssen jedes Jahr einmal versetzt werden in den anderen Klassen und so weiter. Wir betreiben einige Serverdienste selber, zum Teil nicht alleine, sondern mit 5 anderen Schulen zusammen, sage ich später noch was dazu. Und wir müssen natürlich Benutzersupport vor Ort machen, wenn der Kollege kommt und sagt, ja, im Klassenzimmer 306, da läuft meine DVD nicht. Da muss halt jemand hindappen und muss gucken, warum die DVD da nicht läuft. Und verteilt ist es jetzt also praktisch so, dass die Schule, die hat sogenannte Netzwerkberater. Das ist der Teil, der vom Land praktisch zugeschossen wird. Da gibt's einen Schlüssel. Pro 25 Rechner eine Ermäßigungsstunde. Ermäßigungsstunden ist so eine seltsame Einheit, die es im Schulbereich gibt. Also wir müssen ja 25 Stunden arbeiten. Alle denken, juhu, ich werde Lehrer. Also 25 Stunden bedeutet, ich muss 25 Stunden Unterricht halten pro Woche, damit ich praktisch mein volles Deputat habe. Und ich muss 2 Stunden weniger Unterricht pro Woche halten, dafür, dass ich noch das ganze Zeug mit der IT mache, im Prinzip. Ja. So, und eigentlich ist die Aufgabe, also eigentlich muss ich für die 2 Stunden mich nur mit dem Schulträger und dem externen Dienstleister auseinandersetzen. Weil eigentlich ist der Job, diese IT zu betreuen, die Aufgabe des Schulträgers. Und das Problem daran ist jetzt eben, je nachdem, was ich für einen Schulträger habe, habe ich halt externe Dienstleister. Das ist das, was wahrscheinlich in, keine Ahnung, 70% der Fälle tatsächlich stattfindet, dass also irgendeine externe Firma praktisch sagt, gut, wir machen Schulnetz-IT und die fahren dann an und bringen das in Ordnung oder machen was remote, je nachdem. Und manche Kommunen haben auch eigene Kompetenz. Müssen eher nicht. Also, das Fazit für die bürokratischen Rahmenbedingungen ist also, unser Handlungsspielraum als Schule ist nicht so groß, wie man sich das manchmal wünschen würde, weil wir tatsächlich nicht wirklich über Finanzmittel verfügen. Die Ressourcen von der Seite der Kultusverwaltung sind sehr beschränkt. Beim Schulträger gibt es halt große Unterschiede zwischen den Kommunen. Also manche Städte haben echte Admins. Ich weiß nicht, wie es in Karlsruhe ist. Also ich weiß von Reutlingen zum Beispiel, die haben einfach tatsächlich irgendwie 4 oder 5 Leute, die tatsächlich administrative Dinge tun. In Mössingen gibt es niemanden, der das macht. Also die haben zwar Stellen geschaffen jetzt für die Verteilung der Mittel aus dem Digitalpakt, aber das sind alles rein administrative Verwaltungsstellen. Also die kümmern sich um die Förderanträge, geben das weiter und vergeben praktisch Aufträge an die Dienstleistungsfirmen. Die Frage ist dann einmal, wer beauftragt die Dienstleistung? Läuft es über den Schulträger oder muss das jemand an der Schule machen? Und das Grundproblem haben wir eben hier wieder, die finanziellen Mittel der Schulträger, die hängen eben wieder von der Gewerbesteuer im Endeffekt ab, weil das halt ausmacht, wie viel Geld so eine Kommune zur Verfügung hat. Und darum gibt es natürlich große Unterschiede zwischen den verschiedenen Städten. Gut, so viel die trockene Bürokratie, die war jetzt praktisch mal abgeschlossen. Jetzt heißt da der Vortrag ein freies Schulnetz. Jetzt möchte ich einfach mal so, ich habe mal aufgeschrieben, was es so gibt. Also das ist nicht alles, das ist unvollständig, aber im Großen und Ganzen sieht es eben so aus. Und da haben wir so ein paar Sachen, die jetzt schon, glaube ich, anders sind als an anderen Schulen. Also das Erste, wir haben tatsächlich flächendeckendes WLAN und das flächendeckende WLAN ist mit Freifunk umgesetzt. Das bedeutet tatsächlich ein offenes WLAN, das in der ganzen Schule zur Verfügung steht, sage ich nachher ausführlicher, wie es dazu kam und wie das funktioniert. Wir haben in den Klassenräumen und in den Rechnerräumen nur Linux, also wir haben generell aus dem Verwaltungsnetz kein Windows in der Schule im Einsatz. Wir haben die Schülerleihgeräte, die es für Corona gab, die werden auch mit Linux
ausgeliefert praktisch. Also wenn ein Schüler sagt, ich hätte gern einen Laptop, dann kriegt er den, Linux drauf. Und wir haben dann irgendwann kam nochmal im Nachklapp der Corona-Förderung kam Geld für Lehrergeräte. Unser Schulträger hat dann gesagt, hier ist das Geld, wir machen nichts, aber ihr dürft euch welche kaufen. Und dann haben wir Leasingrückläufer gekauft. Also das sind tatsächlich das Gerät, das hier steht, ist auch ein solches. Ist so ein Convertible, wo man auch drauf schreiben kann. Und da konnten sich die Kollegen aussuchen, ob sie Linux oder Windows drauf haben wollen. Also der Hintergrund da, da bin ich dann nicht so dogmatisch, weil mein Dogma ist eigentlich, Ausstattung, die nur rumsteht, die ist halt sinnlos. Das heißt, es muss halt irgendwie funktionieren. Und wenn ich einen Kollegen zwinge, Linux zu verwenden, dann passiert gar nichts. Die durften aussuchen, was sie wollen. Wird man nachher noch sehen, wie das lief. Auf der Diensteseite haben wir als Basis Moodle schon immer gehabt, also auch vor Corona schon. Wir hatten das auch vor Corona schon selber auf einem Server gehostet, also waren nicht Kunde von, also wir waren zwar Kunde von Bellevue, aber unser Moodle war nicht dort. Wir haben eine Nextcloud, eine eigene, auch schon seit vielen Jahren. Wir haben Mailadressen für alle Schülerinnen. Das ist eine ganz interessante Sache, weil auch die digitale Bildungsplattform, die jetzt gerade vom Land Baden-Württemberg implementiert wird, sieht eben leider keine Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern vor im Endeffekt. Und das ist halt was, was für uns relativ wichtig ist, dass wir sagen, okay, damit kann ich automatisiert Benutzer im Moodle anlegen und ich weiß halt, jeder Schüler hat die E-Mail-Adresse. Inwieweit sie die dann am Ende benutzen, das hängt natürlich auch stark davon ab, wie sehr die Lehrer das einfordern, aber es gibt die halt mal. So viel dazu. Dann hat sich auch während der Corona-Pandemie relativ stark rausgestalisiert das Mattermost, das wir betreiben. Das ist so, also ich glaube, ähnlich, ist so ein bisschen wie Microsoft Teams, ist eben so ein Unternehmenschat, den wir eben selber hosten auch. Und dann haben wir noch eine ganze Reihe anderer so Dinge mit den 5 anderen Schulen zusammen. Also wir haben eine PeerTube-Instanz, CryptPads, Etherpads, ein Passwortmanager. Der Kollege hat neulich Overleaf installiert. Das ist so ein Online-LaTeX-Editor. Habe ich versucht, meinem Seminarkurs schmackhaft zu machen. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, ich war nicht so ganz auf der Höhe meines Games, aber ich werde es wieder versuchen. Gut. Ja, also so sieht es praktisch aus. Und ich gehe jetzt nicht irgendwie, der Timeline nach durch und erzähle euch das alles, was da passiert ist. Und ich greife jetzt einfach mal so ein paar Sachen raus und erzähle euch, was wir damit für Erfahrungen gemacht haben. Also losgegangen ist das ganze Ding 2013, also da bin ich auch in die Schule gekommen. Also ich habe jetzt zwar in dem Vortrag geschrieben, ich hätte 15 Jahre Schulentwicklung, also Medienentwicklung hier. Bevor ich an die Schule kam, gab es einen Kollegen, der auch relativ Open Source affin war. Der hat das so gemacht, der hat immer so ein 5er-Packle Leasing-Rückläufe für die Computerräume gekauft und es gab einen Linux-Server. Auf den Clients lief aber, als ich da hingekommen bin, einfach Windows XP. Und dann ging ja irgendwann der Support für XP aus und dann war die Frage, gut, was macht man jetzt hier? Und da habe ich dann den Vorschlag gemacht, dass man doch das Windows einfach im Schulnetz abschaffen könnte und dort Linux installieren könnt. Und jetzt muss man sagen, ich habe da taktisch oder strategisch ein bisschen einen Vorteil, weil ich Teil der Schulleitung bin. Das heißt, ich muss... Nee, also so ist es nicht. Also ich weiß es nicht, was ich hier für einen Eindruck mache, ob ich jetzt sehr autoritär rüberkomme. Ich hoffe eher nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Schüler lachen, so wie ihr auch relativ viel in meinem Unterricht. Aber das ist tatsächlich ein Vorteil, weil ich eben nicht irgendwie außerhalb dieses Führungszirkels stehe, sondern ich bin eben in dem Schulleitungsteam drin und habe damit einen sehr viel direkteren Draht zu den Leuten, die eben tatsächlich die Entscheidungen dann nicht treffen, aber dann doch in der GLK zum Beispiel vorstellen. Und das macht die Sache wirklich sehr viel einfacher. Wie gesagt, wir sind 5 Schulen, die diesen Serververbund betreiben. An den anderen Schulen gibt es auch Linux-Clients. Da sind die Netzwerkberater nicht in diesem Schulleitungsteam-Zirkel und die tun sich zum Teil wirklich sehr viel schwerer. Die sind einfach ein Stück weiter weg. Und das war natürlich auch was, was es eben einfacher gemacht hat, diesen Vorschlag zu lancieren. Und die Kollegen waren da auch sehr, sehr skeptisch. Also ich kann mich erinnern, in der GLK, wo ich das vorgestellt habe, hat ein Kollege gesagt, das ist mir bis heute in Erinnerung, wirklich wörtlich, also er findet schon, dass man sich ein bisschen anstrengen könnte.
Ja, also, weil es ging dann eben drum, Windows 7, da kam diese ganze Aktivierungskäse, wir hatten geimagte Rechner und wenn ich dann eben mit dem Imaging die Aktivierung machen will, war das halt aufwendig und eines meiner Argumente war, naja, ich habe viel Arbeit nur dafür, dass Microsoft seine Lizenzen im Prinzip abfragen kann. Und dann hat der Kollege also gestrickt und hat gemeint, ja, also er findet ein bisschen anstrengend, könne man sich schon. Gut, ich habe sie nicht übel genommen, kein Problem. Das Goodie, das ich verteilt habe damals, war, dass ich gesagt habe, gut, wir können entweder Windows 7 installieren oder wir können WLAN kriegen. Und dann hat's eigentlich, also dann war auch bei der GLK das eigentlich schon so, dass die Kollegen die Argumentation gut verstanden haben, aber warum ich das jetzt nicht weiterführen möchte mit dem Windows. Und wir sind dann umgestiegen auf Linux. Das heißt, seit 2013 gibt's also keine Windows-Clients mehr im Netz. Die Reaktion der Schülerinnen, das ist auch ganz interessant, die waren sehr, sehr, wie soll ich sagen, gleichgültig. Wo geht hier der Browser auf? Und damit war die Sache eigentlich gegessen. Also die, das ist denen bis heute im Prinzip vollkommen wurscht einfach. Inzwischen haben wir nur noch selten Konflikte, also zwischendrin gab es schon noch mal so ein paar Diskussionen, auch mit einzelnen Kollegen. Vieles hat sich dadurch verbessert, dass zum Beispiel Software von den Verlagen und so weiter inzwischen überwiegend online läuft. Das kommt alles im Browser. Früher war das halt irgendwelche Windows-Käse, der da kam. Dann war das natürlich schwierig, wenn ich halt ein Schulbuch vom Klett hatte und es gab ein zugehöriges Programm dazu und dann lief das nicht unter Linux. Das war natürlich blöd. Das ist inzwischen alles Vergangenheit. Wir haben noch Konflikte, also jetzt erst zu Beginn des Schuljahres wieder einen gehabt. Die sind meistens einfach ganz stumpf durch Werbung verursacht. Das muss man ganz klar sagen, weil es tatsächlich viele Firmen gibt, die ganz massiv in die Bildungspläne und in die Inhalte der Fächer reindrücken und sich dort platzieren. Also ein prominentes Beispiel ist zum Beispiel Fusion 360, also diese CAD-Software, die wird halt Lehrer gefortbildet. Dann kommen die Kollegen von der Lehrerfortbildung zurück, sagen, ich brauche Fusion. Also nicht, weil sie Fusion brauchen würden, aber weil sie halt nichts anderes erklärt bekommen haben und das ist natürlich dann auch schwierig zu sagen, ja, du kannst Fusion nicht haben. Und ja, also da haben wir dann immer mal so Diskussionen, fange ich zum Teil einfach durch illegale virtuelle Maschinen, die Schüler dann auf ihre Laptops installieren können, um dann ihr Fusion da laufen zu lassen in NWT. Also kriegt man alles irgendwie geregelt. Der Schulträger hat 2013 gar nichts gesagt, weil der hatte damals... Da gab es keine Strukturen. Also als ich an die Schule kam, habe ich da mal angefragt, ob man das irgendwie ein regelmäßiges Treffen machen könnte. Und da war die Antwort einfach, wir haben dafür keine Ressourcen. Also das war denen einfach, also die hatten einfach niemanden, der sich darum kümmert. Gut, das war jetzt das erste Ding. Jetzt kommt eine etwas längere Sache, weil da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, muss man auch sagen. Das WLAN mit Freifunk, das haben wir seit 2016. Also ich werde hier jetzt keine Fundamentaleinführung in Freifunk machen, sondern die Haupteckpunkte sind eben die, das ist ein offenes WLAN, das ist unverschlüsselt. Das heißt, wenn man bei uns in die Schule reinläuft, gibt es eine SSID-Freifunk und mit dem kann sich jeder verbinden, fertig. Und ist dann im Netz, hat Internet, es gibt keinerlei Zugangsbeschränkungen, es gibt keine Filterung von Inhalten. Und das ganze Ding haben wir eben so wie hier unten gezeigt. Also es geht praktisch, wir haben so ein Unify-System, das WLAN ausstrahlt. Aus Datenschutzgründen gibt es natürlich noch ein WLAN nur für die Lehrer. Das ist ganz normal auch mit WPA und so weiter verschlüsselt. Und das VLAN, das eben zu der Freifunk-SSID gehört, das wird über so einen Offloader zum Freifunk-Gateway geleitet. Und da geht es dann ins Internet. Damit habe ich die ganze Störerhaftungsgeschichte einfach los und kann dann im Prinzip da jeden reinlassen, ohne mir Sorgen machen zu müssen. Das Ding ist zwar so ein Offloader, den man in Freifunk häufig nimmt, bei uns ist das eine virtuelle Maschine und daher kommen auch diese 120 Mbit. Ein Dankeschön geht an Freifunk Dreiländereck, die uns da wirklich hervorragend unterstützen und auch die Infrastruktur mit den Gateways zur Verfügung stellen. Also das läuft jetzt seit 7 Jahren problemlos. Da gibt es aber natürlich so ein paar Sachen zu beachten. Also das Erste, was wir damals gemerkt haben, ist, dass das eben so ein Paradigmenwechsel war. Also sehr viele Serverlösungen für Schulen, sei es die PadML, sei es irgendwie Linux-Muster, sei es iSurf oder sonst was, die arbeiten mit starker Kontrolle. Das heißt, da sind normalerweise die Clients auch sehr
eingeschränkt. Also wenn ich da vor allem, wenn ich Windows-Clients habe, da gibt es natürlich Gruppenrichtlinien ohne Ende. Also ich weiß von Schulen, da kann man halt nichts von einem USB-Stick starten oder sowas, weil die halt panische Angst haben, dass da irgendwas mit ihren Windowsen passiert. Also im Prinzip unbenutzbar für Informatikunterricht zum Beispiel. Funktioniert einfach nicht de facto. Aber der Schulträger macht halt ein Häkchen und sagt, die haben einen Computer, alles ist gut. Bei den Lehrern ist es auch so ein Ding. Im Kopf des Lehrers ist natürlich immer so eine Kontrollpflicht. Ich muss gucken, was die Schüler machen. Jetzt gucke ich mal, ob sie hier jemand mit dem Handy spielt so. Und das gipfelt natürlich in so Dingen wie diesem Apple Classroom-Ding, dass ich tatsächlich, wenn sich dieses iPad mit dem schulischen WLAN verbindet, dann kann ich am Anfang der Stunde freigeben, welche Apps die jetzt nehmen dürfen für diese Stunde und welche Apps sie nicht nehmen dürfen. Ja, also praktisch komplette Kontrolle. Ich weiß nicht, jeder von uns war mal selber Schüler. Klar, wenn ich andere Apps benutzen darf, benutze ich die auch und mache das. Und wenn ich aber halt sonst keine Lust habe, gucke ich halt aus dem Fenster. Ja, also ich meine, im Endeffekt, ja, egal. Das ist aber der eine Teilbereich, wenn ich ja ganz drüben bin, nämlich beispielsweise der totalen Kontrolle. Und mit Freifunk sind wir natürlich am anderen Ende dieser Skala. Ich habe gar keine Kontrolle, ich habe kein Logging, ich habe nichts. Ich habe halt ein Draht ins Internet. Und im Prinzip kann eben jeder, der sein Handy auspackt, ins Internet. Ja, das haben wir auch mit den Kollegen diskutiert. Das war tatsächlich einfach ein, wie soll ich sagen, Gewöhnungseffekt. Inzwischen, nach 7 Jahren, wissen wir, es funktioniert. Also die Welt geht davon nicht unter. Muss man einfach mal so sagen. Jetzt ist natürlich so, wenn ich so ein WLAN einrichte, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen, wie soll ich sagen, viele von euch haben vielleicht Kinder, die wissen das, vielleicht sind sie auch schon mal in der Situation gewesen, dass sie Elternvertreter werden mussten, durften. Es gibt verschiedene Gremien in Baden-Württemberg, das ist im Schulgesetz festgeschrieben, wie man also bestimmte Prozesse in der Schule, wie soll ich sagen, richtig macht. Und die Hauptgremien sind die Gesamtlehrerkonferenz, da sitzen alle Lehrer drin, plus die Schulleitung natürlich, die sind ja auch Lehrer. Und es gibt die Schulkonferenz, da sind Abgesandte der Schulleitung, also die Schulleitung ist drin, es sind Abgesandte von den Lehrern, die werden gewählt, es sind Abgesandte von den Eltern und von den Schülern drin. Und die Einführung von WLAN in der Schule in Baden-Württemberg muss immer durch diese Gremien gehen. Also egal, wie ich es mache, ob ich Freifunk mache oder sonst was, spielt überhaupt keine Rolle. Es muss die Schulkonferenz und die GLK beschließen, dass das geht. Und weil wir jetzt natürlich vor allen Dingen mit dieser Sache keine Filterung, ist das eine Frage, wäre das möglich, dass wir das am Ende, oder ist es sehr wichtig? Das ist landesweit so. Also die Frage war, ob das landesweit so ist mit den Gremien oder nur bei uns in der Schule. Richtig? Das Gremium nur für die Schule zuständig ist oder auch so ein Landesgremium, gibt, das für jede Schule das bestätigt? Nee, es gibt kein Landesgremium, das bestätigt, sondern das muss praktisch in jeder Schule muss das beschlossen werden. Also wenn ich jetzt in einer Schule WLAN machen will, dann reicht es, wenn die Gremien dieser Schule das beschließen. Also muss man nicht irgendwie nach oben eskalieren. Genau. Und weil wir eben keine Filterung hatten und 2016 waren wir uns da noch nicht so sicher, ob jetzt unsere Schüler alle übel verrohen durch das freie Internet. Das heißt, wir sind dann tatsächlich noch in die Versammlung der gewählten Eltern, also in die Elternbeiratssitzung, wo alle gewählten Elternvertreter sitzen und haben das Konzept dort ausführlich vorgestellt mit allen Vor- und Nachteilen und eben auch die Fragen der Eltern beantwortet, die da aufkamen. Und wir haben auch wegen der Filterung, die wir nicht haben, also ich weiß von anderen Bundesländern, da würde es nicht gehen tatsächlich, weil ich glaube Hamburg oder so ist es tatsächlich so, die müssen einen Jugendschutzfilter im Schulnetz haben. Diese Pflicht gibt es in Baden-Württemberg nicht, das war die Auskunft des RPs. Man muss nur geeignete Maßnahmen ergreifen, damit die Schüler geschützt sind. Das können aber eben auch Präventivmaßnahmen sein, also entsprechend Behandlung von Themen im Unterricht oder bei uns kommt zum Beispiel die Polizei und so ein Medienberater von außen, der praktisch mit den Schülern ein entsprechendes Programm macht und das ist unsere Argumentation zu sagen, sie dürfen mit Freifunk das machen, was sie mit ihren Handys sonst auch immer machen. Gut. Ja, die Erfahrungen, also ich habe hier mal irgendwie, das war so jetzt kurz vor den Ferien irgendwann, also so sieht so ein typischer Tag aus bei uns an der Schule, also 750 Schüler sind's, also die sind nicht nur mit dem Unterricht, also die laufen natürlich zur Schule rein, Freifunk ist drin, die verbinden sich, sind natürlich drin, hier oben sieht man im Prinzip so die Spitzen, also das reicht auch, es ist problemlos möglich, in einem Unterricht zum Beispiel zu sagen, jetzt nehmt doch mal alle euer Handy raus oder ihr habt einen Arbeitsauftrag, das sind 5 Filme, wo ihr angucken könnt, also wenn da irgendwie 10 Leute ein YouTube-Video streamen oder auch 50, ist es überhaupt kein Problem, das geht ohne große Schwierigkeiten.
funktioniert also wirklich gut. Unsere Schüler sind alle auch psychisch soweit noch intakt, auch nach 7 Jahren. Bring-Your-Own-Device-Szenarien werden natürlich radikal vereinfacht, weil ich überhaupt mir keine Gedanken mehr machen muss. Ich muss nicht irgendwie 50 Leuten irgendwie erklären, wie sie da jetzt mit dem Hotspot oder mit sonst irgendwas da hinkommen. Wir haben insgesamt so mit Handys und so nicht mehr Probleme als üblich, also wenn man das mit anderen Schulen vergleicht jetzt in der Umgebung. Natürlich gibt es für uns auch Probleme, die üblichen, dass halt irgendwie die Schüler sich gegenseitig filmen oder die Lehrer filmen und das irgendwie rumteilen und sowas. Hat aber letzten Endes nichts mit Freifunk zu tun, sondern halt mit der nicht vorhandenen Medienkompetenz und zum Teil einfach mit der hormonellen Umnachtung des typischen Achtklässlers halt. Und was tatsächlich für mich so ein Aha-Effekt war, in der Elternbeiratssitzung, wo wir das vorgestellt haben, Eltern wissen zum Teil wirklich sehr, sehr wenig, was ihre Kinder mit diesen Geräten machen. Also da gab es eine Mutter, die also das nicht gut fand mit dem Freifunk, weil sie gibt ihrem Kind ja extra keine SIM-Karte mit. Dann habe ich ja also erklärt, dass ihr Kind ganz sicher jeden Tag im Internet sein wird. Und sie war dann so ein bisschen konsterniert, dass das tatsächlich nicht so gut funktioniert, was sie sich da ausgedacht hat. Also insgesamt sehr gute Erfahrungen gemacht an der Schule. Und das ist natürlich super einfach. Also ich habe so eine Lehrerfortbildung bei uns alle 2 Wochen. Da kommen halt einfach 20 Kollegen, die werden fortgebildet, Informatik zu unterrichten. Die klappen halt ihre Geräte auf da im Computerraum. Ich muss mich um nichts kümmern, die surfen los, alles funktioniert, fertig. Wenn ich an andere Schulen komme, suchen sie diese versteckte SSID, geben sie dieses komische Passwort ein und dann haben sie 2 Mbit. Ja, also dann mache ich es halt aus und mache meinen WLAN-Hotspot am Handy an, damit ich Internet habe. Gut, jetzt ist es aber so, das war noch nicht das Ende, weil man muss dazu sagen, auf diese ganze Freifunk-Idee sind wir eigentlich gekommen, weil 2015 die Geflüchteten in ein altes Telekom-Hochhaus an diesem Punkt gezogen sind. Und da hat dann die Stadt angefragt, ob man da nicht irgendwie WLAN machen können für die Geflüchteten. Und ich habe das mit einem Informatikkurs gemacht. Wir haben also diese Richtfunkstrecke hier, da unten ist die Schule, hier ist dieses Geflüchtetenheim. Wir haben dann diese Richtfunkstrecke eingerichtet und haben dieses Hochhaus da mit Freifunk versorgt. Und das war dann im Prinzip der Anschluss, kam eigentlich von den Schülern, die dann gesagt haben, das wäre doch eigentlich nett, wenn man das in der Schule auch hätte. Und das war praktisch für mich tatsächlich so der Anstoß, aus meinem privaten Hobby tatsächlich irgendwie zu überlegen, geht es vielleicht, das tatsächlich in der Schule zu machen? Ja, und dann haben wir das gemacht und dann sind wieder die Schüler gekommen und haben gesagt, ja gut, was muss man jetzt noch machen? Dann habe ich gesagt, nichts mehr, das updatet sich eigentlich von alleine so in dem Flüchtlingsheim. Und dann haben die gesagt, können Sie nicht mal bei der Stadt fragen? Und dann haben wir bei der Stadt gefragt, hat ein bisschen gedauert, aber inzwischen haben wir einfach eine offizielle Kooperation mit der Stadt Mössingen. Die haben so einen kleinen Haushaltsposten für uns, so das sind immer so 5.000 Euro pro Jahr, schaffen wir nie, die auszugeben. Und wir machen dann halt WLAN im öffentlichen Raum an bestimmten Stellen. Das spricht man mit der Stadt ab, der Jugendgemeinderat ist damit beteiligt und das macht die Freifunk AG, also das mache ich mit einer Gruppe von Schülerinnen. Wir haben dann so die Projekte. Hier sieht man, wo wir das gemacht haben, also das Bild ist jetzt auch irgendwie von vorgestern oder sowas, also das Freibad ist schon wieder offen, Wohnmobilstellplatz haben wir schon erledigt, dann haben wir hier, das ist ein Geflüchtetenheim auch noch, das ist der Bahnhof, das Ding hier ist eine Turnhalle, eine Sporthalle. Wie gesagt, hier ist die Schule, das ist, die Richtfunkstrecke geht auch, da ist eine Wohnung, wo geflüchtete Ukrainer wohnen. Und im Moment hier in der Innenstadt haben sie jetzt so Laternen aufgestellt mit WLAN-Access-Points drin. Das ist unser aktuelles Projekt, aber es gibt noch keinen Strom in den Laternen. Also es hat erst irgendwie ein Dreivierteljahr gedauert, bis die Glasfasern eingeblasen waren. Also wir waren vor einem Jahr etwa fertig und seitdem warten wir drauf, dass die Laternen ein Netz bekommen. Aber es sieht jetzt tatsächlich so aus, als ob es demnächst wahr werden würde. Das einzige kleine Problem, was es dort gibt, nur so als Witz am Rande noch, ist da, wo die ganzen Glasfaserkabel von den Laternen rauskommen, gibt es natürlich kein Internet. Das wäre sonst so einfach. Aber wir haben auch dieses Problem gelöst. Ja, jetzt an der Stelle auch nochmal, falls es einer sieht, vielen Dank an die Schüler. Also es macht wirklich saumäßig Spaß und also ohne euch wird's nicht gehen. Und das sind einfach so ein paar Bilder. Also das ist der Aufbau von der Richtfunkstrecke, die wir damals hatten. Da tun wir so Speicherchips auslöten in WRT 841, haben wir auch schon erfolgreich gemacht. Das ist das Ding für die Flüchtlinge gewesen. Das war die Box, die bei den Flüchtlingen auf der anderen Seite steht. Und das war jetzt tatsächlich vor einer Woche oder sowas, haben wir hier die Richtfunkstrecke getestet, mit der wir das WLAN in diesen Keller bringen, wo es eben kein Internet gibt. Also es, ja, genau. Und das Ding hier, das ist mein Zweitinternetanschluss in einem Haus gegenüber vom Marktplatz.
von dem dann das Internet in den Keller kommt. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, jetzt schön, jetzt hat er hier irgendwas über Freifunk erzählt. Was hat das Ganze jetzt mit freien Schulnetzen zu tun? Vielleicht zurück auf den Track. Ja, die Idee ist einfach die, dass wir uns überlegt haben, wir wollen eigentlich unter diesen Medienentwicklungsplanung oder als Ergänzung zu diesen offiziellen Dingen, die man hat bei der Medienentwicklungsplanung, praktisch noch ein Medienkonzept drunter legen. Und der Unterschied zwischen dem Medienentwicklungsplan und dem Medienkonzept ist hauptsächlich der, dass der Medienentwicklungsplan natürlich vergleichsweise konkret ist. Da überlege ich mir mit dem Schulträger zusammen, was ich, will ich digitale Tafeln haben? Und wenn ja, was für welche? Ja, wofür gebe ich das Geld aus? Das ist aber nicht das, was im Medienkonzept drin stehen soll, sondern im Medienkonzept, da haben wir versucht, Sachen reinzuschreiben, die praktisch, ja, so zeitlos wie für dieses Thema möglich sind. Ja? Also was wollen wir überhaupt mit Medien machen? Was wollen wir erreichen mit den Dingen, die wir mit diesen Geräten tun? Und dergleichen mehr kommen nachher, kommen die Eckpunkte noch, dann wird es, glaube ich, deutlicher, was wir damit meinen. Das heißt, die Basis ist das Medienkonzept und darauf aufsetzen kommen praktisch diese anderen Mechanismen, die wir dafür haben. Ja, warum haben wir das? Naja, die Überlegung war eben, die Digitalisierung, die durchdringt jetzt alle Bereiche unseres Lebens. Also man sieht es jetzt auch mit diesem ChatGPT-Hype, der da gerade durch die Gegend geht. Alles wird total anders. Ja, man wird sehen, ob alles anders wird. Meine Reaktion ist gerade, was die Schule angeht, häufig einfach auch die, dass ich sage, gut, unser Gehirn funktioniert halt immer noch gleich wie vor diesen Werkzeugen, also bevor es iPads gab und so weiter. Und ich muss halt irgendwie Connection schaffen. Aber im Endeffekt, alles um uns rum wird irgendwie digitalisiert. Und wir sind davon stark beeinflusst. Die Entwicklung ist rasend schnell. Und die Gymnasialzeit geht 8 Jahre lang. Wenn ich jetzt innerhalb von diesen 8 Jahren 4-mal das Curriculum ändere, dann ist das, was hinterher rauskommt, also die Schüler, die dann am Ende aus dem Abitur rausfallen, was die dann diesbezüglich gelernt haben, ist ja mehr oder weniger beliebig. Weil wenn ich das 3-mal geändert habe in der Zeit, ja, was ist denn los? Das heißt, das ist das Erste, warum wir überlegt haben, es wäre ganz gut, wenn wir da so eine Basis hätten, wo wir sagen, bestimmte Dinge, bestimmte Ziele wollen wir verfolgen. Und zwar unabhängig davon, ob jetzt ein Beamer im Klassenzimmer hängt oder ein digitales Board. Demgegenüber steht natürlich die zunehmende Machtkonzentration bei wenigen Stakeholdern. Also auch hier ist natürlich das ChatGPT im Moment ein aktuelles Beispiel. Man wird sehen, ob es da irgendwann mal quelloffene Möglichkeiten gibt, das ähnlich zu machen. Aber im Endeffekt ist es eben was, was sich bei wenigen konzentriert und was man sich immer klar machen muss, die Interessen von den Menschen, die von diesen Firmen, das sind keine Bildungsinteressen. Also wenn Microsoft jetzt sagt, ihr könnt Office 365 benutzen in der Schule, dann ist das nicht, weil sie irgendwie denken, ha, wir tun da den Schulen einen Gefallen, sondern das ist einfach letzten Endes Kundenbindung und sonst nichts. Ja, das machen die, um Kunden zu gewinnen. Das sind große wirtschaftliche Interessen. Im Moment kommt so ein Ding, ich weiß nicht, ob das schon jemand mitgekriegt hat, die Wissensfabrik zum Beispiel, das ist schon auch so ein Zusammenschluss von vielen Industrieunternehmen, die drücken gerade massiv in den Bildungsplan in Baden-Württemberg rein, indem sie die mit IT to School heißt dieses Programm, bringen sie praktisch so Unterrichtsmodule fertig mit, die sie praktisch da im Unterricht verankern. Die sind unter CC, also ich bin da zwiegespalten, aber es ist eben ganz klar, die haben nur einen Teil wirklich Bildungsinteressen, die wollen halt Nachwuchs haben und wollen letzten Endes billige Arbeitskräfte haben. Das heißt, da muss man irgendwie schon sehr abwiegen, was da passiert und was nicht. Es geht insgesamt um viel Geld, der Digitalpakt hat es auch nochmal ordentlich befeuert natürlich. Und dazwischen drin in der Schnittstelle, da sitzen wir und überlegen uns, ja, was machen wir denn jetzt mit unseren Kindern diesbezüglich? Und daraus resultiert bei uns in der Schule, also bei mir im Kopf und auch im Lehrerkollegium und in der GLK, FOMO, Fear of Missing Out. Warum? Wir wollen das natürlich gut machen für unsere Schüler. Ja, wir wollen nicht sagen, ist uns doch wurscht, was da passiert. Wenn Sie aber in meine Inbox gucken, ich habe wirklich jede Woche, das langt nicht, 50 Werbemails in meiner Inbox von irgendwelchen Super-Startups, die mir versprechen, dass mit diesem Super-Online-Dienst jetzt alles total gut wird. Und wenn ich das wirklich jedes Mal durchlesen würde, ich würde wahnsinnig werden. Und deswegen haben wir das Medienkonzept. Da gucke ich einmal drauf und dann kann ich einfach 90% von dem Zeug einfach löschen, weil es da nicht reinpasst. Fertig. Gut, jetzt was steht da drin, so ganz grob.
Die wichtig, also es ist ein längeres Dokument. Ich habe es noch nicht geschafft, es zu verlinken, werde ich noch machen in den Vortragsnotes. Ich habe jetzt mal die Slides vorher noch verlinkt, bis spät dran, aber kommt noch. Das ist also irgendwie so, ich weiß nicht, sind 10 oder 20 Seiten sowas, die Größenordnung. Aber die wichtigsten Eckpunkte sind, wir wollen Teilhabe haben. Also wir wollen dezentrale und föderale Strukturen und offene Standards fördern. Ja. Wir wollen den Forscher- und Erfindergeist der Schüler fördern. Das heißt, wir wollen, dass die hinter die Kulissen gucken und nicht einfach nur mit ihrem iPad in irgendwelchen Apps arbeiten, in einem Ökosystem, wo sie halt vorgegeben bekommen, was sie tun und was sie nicht tun können. Kooperation und Wettbewerb, das ist eher so ein abstraktes Ding. Also wir wollen eben nicht die Schüler in den Login-Effekt führen. Wir wollen nicht irgendwie in Klasse 5 ein Microsoft-Konto einlegen und sagen, so, und jetzt nehmt ihr hier mal PowerPoint für eure Präsentation. Natürlich nehmen unsere Schüler auch PowerPoint privat. Das ist auch vollkommen okay. Aber sie kriegen es nicht von uns erklärt, sondern bei uns, da lernen sie grundsätzliche Dinge, wie mache ich eine Präsentation und welches Werkzeug sie dafür nehmen, ist dann im Endeffekt ihre Entscheidung. Und wir wollen halt ganz hart keine Werbung in der Schule haben. Ja. Und wir sagen, informationelle Selbstbestimmung ist das, dass in dem Ding halt drinsteht, wir achten das Recht der Schüler auf Datenschutz. Also wir sagen eben nicht, Datenschutz ist ein Hinderungsgrund, also wir jammern nicht rum, jetzt können wir das nicht benutzen oder das nicht benutzen, sondern das ist einfach das Recht unserer Schüler, dass wir das achten, dass wir vermeiden, dass die getrackt werden, dass wir vermeiden, dass die irgendwie eingeteilt werden in irgendwelche Zielgruppen und so weiter, soweit das irgendwie möglich ist. Und ein Punkt, der jetzt auch noch mit drin steht, ist, dass wir Nachhaltigkeit wollen. Das wird man nachher noch sehen. Da gibt es so ein paar Sachen, wir vermeiden, zu großen Teilen neue Geräte zu kaufen. Also wir haben sehr viele so Leasing-Rückläufer-Sachen und sowas, dass wir sagen, gut, die Geräte funktionieren bei uns noch gut 5-6 Jahre weiter, was sie auch tun. Genau, und hier an der Seite steht natürlich, wenn man das jetzt natürlich mal so überlegt, freie Software, Freifunk, Co. bedienen diese Aspekte natürlich alles. Also wenn man jetzt da mal runtergeht und bei Freifunk überlegt, was das alles, da kann man bei jedem Punkt was finden, wo einfach alle Boxen getickt werden. Gut. Auch hier natürlich jetzt wieder ein bisschen Bürokratie. Das ist natürlich eine Sache, ich kann das durch so einen Zettel schreiben, wo ich einfach Sachen draufschreibe, die sich gut anhören. Das bringt aber natürlich nichts, wenn ich nicht in das Gespräch mit den Menschen gehe und versucht es irgendwie auch nachhaltig zu verankern, dass es eben eine Sache ist, die wir als Schule irgendwie okay finden und machen wollen. Und deswegen auch mit dem Medienkonzept wieder durch die GLK und durch die Schulkonferenz, ist also in der GLK besprochen und abgestimmt worden. Und zwar wirklich auch ohne irgendwie den Kollegen was vorzumachen, sondern es war, also als ich die Punkte vorgestellt habe, war ganz klar, das habe ich auch so verbalisiert, das bedeutet letzten Endes, wir werden an dieser Schule niemals Office 365 einsetzen. Punkt. Ja, und das wurde trotzdem, also ich glaube, es gab eine Gegenstimme, also es war wirklich tatsächlich ein sehr, sehr breiter Konsens, das so zu machen. Auch die Schulkonferenz hat es angenommen, wir haben es in der Elternbeiratssitzung vorgestellt, hätten wir nicht gemusst, also das war wieder freiwillig, aber ich finde es wichtig, das einfach in die Breite zu streuen, dass es mehr Leute gibt, die wissen, dass es sowas gibt. Und das Ergebnis, was wir jetzt praktisch haben, ist so eine Art Entscheidungsleitplanke, wenn man an die Mails denkt, von denen ich vorher gesprochen habe. Ja, viele von den Mails kann ich halt wegklicken, weil sie sind halt nicht zwischen den beiden Leitplanken, sondern irgendwo links und rechts. Also muss ich nicht drüber nachdenken, ob wir das machen oder nicht. Ja, nicht jeder sieht es mit dem Medienkonzept so gut, so positiv. Zum Beispiel der Schulträger ist, da hat man vor anderthalb Jahren so ein Treffen, da war das nicht so wohl gelitten. Weil es tatsächlich auch so ein bisschen Zielkonflikte gibt tatsächlich zwischen dem, was wir an der Schule eigentlich wollen und dem, was der Schulträger will. Und zwar ist es eben so, wir wollen natürlich einfach Technik, die funktioniert, die benutzt wird. Also wir haben zum Beispiel, weil der Schulträger vor irgendwie 8 Jahren irgendwie so digitale Whiteboards, also noch diese alten, nicht die Displays und diese Beamer mit dem Ding, hängen in den Chemieräumen, benutzt niemand. Ja, warum? Na, wenn ich 3 Räume habe, wo das Ding drin hängt, ich mache ja meinen Unterricht nicht neu wegen den 3 Räumen. Ja, völlig sinnlos. Finde ich rausgeschmissen Geld. Also ich habe lieber kein so ein fancy Zeug, aber dafür was wirklich funktioniert. Und wir wollen Sachen haben, die zu unserem Konzept passen. Und was uns tatsächlich relativ wichtig ist, wir wollen autonom sein bei der Problemlösung. Das heißt, wenn irgendwo in einem Raum was nicht geht, dann ist es eine gute Sache für uns, wenn wir das selber reparieren können. Wenn ein Beamer kaputt ist, den kann ich runterschrauben,
kann einen neuen Beamer hochschrauben, der kostet 500 Euro, das ist im Schulhaushalt auf jeden Fall auch noch drin. Wenn ich jetzt halt Displays für 8000 Euro da hängen habe und das ist kaputt, dann ist das Display kaputt und dann ist der Raum tot. Ja, solange bis irgendwo einer kommt, der 8000 Euro hat. Das sind so Dinge, die uns durch den Kopf gehen. Der Schulträger, der sieht es ganz anders. Der sieht es so, das ist für den so ein abstraktes Problem. Schuldigitalisierung. Und richtig bitter ist geworden, als es jetzt Geld gab. Weil nämlich, da konnte natürlich davor, war das im Prinzip so, na ja, gut, läuft ja irgendwie. Die machen das ja. Und als dann der Digitalpakt kam, gab es Geld und da konnte man natürlich, es war unmöglich zu sagen, wir nehmen das Geld nicht. Also sind Leute eingestellt worden, wie vorher schon beschrieben. Und es ist tatsächlich so, in den Grundschulen und so weiter wird es eben auch viel mit Infrastruktur, also Kabel gelegt und so weiter, alles sehr gut. Aber im Endeffekt ist ein abstraktes Problem Schuldigitalisierung. Das muss gelöst werden. Wenn da ein Häkchen dran ist, dann ist ein Häkchen dran und es ist fertig. Es ist vollkommen egal, ob das tatsächlich benutzt wird nachher oder nicht. Das muss einem wirklich glasklar sein. Das ist wirklich hart. Was für den Schulträger ein maßgeblicher Punkt ist, ist Einheitlichkeit. Der hätte gern von der Grundschule bis zum Gymnasium überall genau das gleiche Zeug. Für uns absolut undenkbar. Wir sind das einzige Gymnasium in der kleinen Stadt. Wir haben den Schwerpunkt mit Informatik. Wir brauchen völlig anderes Zeug als die Gemeinschaftsschule und dreimal anderes Zeug als die Grundschulen. Das passt einfach nicht, wenn man da überall das Gleiche hinhängt. Was auch noch eine Rolle spielt, Verantwortungsdiffusion. Also der Schulträger, der hat natürlich ein großes Interesse dran, irgendeinen Dienstleister zu beauftragen und zu sagen, wenn was nicht geht, dann rufe ich den an und dann ist der schuld. Ja, das ist für den gut. Ja, das heißt, wir haben das Medienkonzept als Leitplanke. Der Schulträger sieht es skeptisch, vor allen Dingen auch deswegen, weil ich natürlich bei der Medienentwicklungsplanung mit dem Schulträger an einem Tisch sitze. Das Medienkonzept, da musste ich den natürlich nicht fragen, weil das natürlich nichts ist, was es offiziell gibt. Fand er also nicht ganz so cool. Gut, einmal kurz Luft holen. Jetzt haben wir exemplarisch noch drei Sachen, wo ich nochmal zeigen möchte, wo wir versuchen, diese Gedanken aus dem Medienkonzept einfließen zu lassen. Das eine sind die Schülerleihgeräte. 2020 gab es Fördermittel, weil sich herausgestellt hat, dass in dem Fernunterricht viele Familien nicht genügend Geräte haben, um die Anzahl der Kinder praktisch zu bespielen. Und dann konnte man dafür Leihgeräte kaufen. Sehr viele Schulen, auch bei uns, haben einfach iPads bestellt, muss man sagen, an der Stelle, weil nämlich kaufen konnte man die damals nicht. Die sind zum Teil erst im April, Mai 2021 gekommen tatsächlich. Und dann war es tatsächlich bei uns auch noch so, dass die Verantwortlichen versäumt hatten, sich über MDM Gedanken zu machen. Ich schweige stille. Die lagen dann also auch, die kamen im Mai und lagen dann mal eine Weile im Schrank, bevor die dann irgendwann in den Grundschulen tatsächlich ausgeteilt wurden. Wir haben gesagt, machen wir nicht. Wir wollen keine iPads, wir wollen eben nicht dieses eingeschränkte Ökosystem, wir wollen ein offenes System haben. Wir haben 180 gebrauchte ThinkPads gekauft als Leasingrückläufer. Das funktioniert so, da kommt dasselbe Image drauf, das im Schulnetz auch läuft. Ich schließe den Laptop praktisch ans Schulnetz an, boote den über PXE und dann kriegt der das normale Image. Und da kann man dann mit so Skripten, die hinterher ausgeführt werden, noch Modifikationen vornehmen, dass dieser Laptop dann eben kein solcher ist wie im Schulnetz. Die im Schulnetz, die vergessen immer alles. Das ist natürlich nicht so cool, wenn ich das den Schüler mit heimgebe und der dann bei jedem Boot alle seine Dokumente verliert. Das heißt, da wird dann praktisch eine Partition noch als Home-Verzeichnis gemountet entsprechend, das eben persistent bleibt. Es gibt keinerlei Fernwartung oder Mobile Device Management. Das heißt, ich kann nicht remote da drauf gucken auf die Geräte. Es gehört wirklich den Schülern. Die Schüler sind administrative Benutzer, können eigene Software installieren, können Updates machen. Die haben das Passwort für das BIOS, also auch absichtlich. Die haben praktisch wirklich ein Gerät geliehen, mit dem sie machen können, was sie wollen. Und es ist tatsächlich so, es gibt Schüler, die haben da Windows drauf installiert. Vollkommen okay. Weil ich finde, dann haben sie mal Windows installiert. Tatsächlich. Wir haben das halt mal gesehen. Und ich habe sehr viele sehr spannende Linux-Distributionen kennengelernt durch meine Informatikleistungskurse. Die haben, also ein Schüler kam irgendwie mit drei oder vier verschiedenen hintereinander an. Das war also auch sehr spannend. Das sind natürlich wenige, die das machen, das muss man auch klar sagen, aber es sind halt welche, die es machen. Und wenn ich halt jedem ein abgeschlossenes iPad gebe oder ein Chromebook, dann ist halt niemand, der das macht letzten Endes.
Ich habe für die wichtigsten Sachen halt Anleitungen zum Schulwiki geschrieben. Wie mache ich WLAN an? Wie kann ich den Benutzer umbenennen? Solche Dinge. Und wenn die Schüler das Ding zurückbringen, also dieses Boot-Ding ist so, ich kann den auch selbst heilen, den Rechner, wenn er nicht im Netz ist. Aber wenn ich ihn im Netz selbst heile, dann wird auch die Datenpartition formatiert. Also das habe ich so eingerichtet. Das heißt, ich hänge den quasi ins Netz, drücke auf den Knopf und dann ist das Ding wieder komplett blank. Ohne personenbezogene Daten und alles. Wir benutzen die im Moment so, dass wir die ganzen Informatikkurse, also Klasse 10 gibt es einen Brückenkurs, dann die Grund- und die Leistungskurse, die bekommen praktisch so ein Ding aufgedrängt. Die NWTler auch. Und ansonsten kann jeder eins leihen, der möchte. Gibt einige und die anderen sind im Betrieb als Klassensätze in NWT und so weiter. Weil die Corona-Pandemie jetzt ja vorbei ist. Wie wir wissen. So. Dann haben wir die eigenen Dienste. Das habe ich vorher schon ein paar Mal gesagt. Da gibt es diesen Serververbund Schule.social, nennt sich das. Das sind also 5 Gymnasien aus dem Tübinger, Reutlinger Raum. Das hat sich so ergeben über die letzten 20 Jahre. Das sind verschiedene Kollegen, die zum Teil auch einen Background in der Industrie haben. Also wir haben zum Beispiel einen Kollegen, der hat sehr viele Jahre lang professionell Mailserver betreut. Das macht natürlich den Betrieb eines Mail-Servers, das heutzutage ja nicht mehr trivial ist, möglich, sowohl für die Schüler als auch für die Lehrer. Also auch Google nimmt unsere Mails an. Yes! Matthias, sei Dank. Und da haben wir eben, wie gesagt, diese Dienste, die ich vorher schon erzählt habe oder aufgelistet habe. Wir ergänzen das an der Schule durch ein Medienteam. Also da haben wir noch ein paar Stunden rausgekratzt für eine Kollegin, die so einen Moodle-Support macht. Das heißt, die macht Fortbildungen, die unterstützt die Kollegen bei der Einrichtung von Kursen. Wartung, das meint jetzt nicht die administrative Wartung, sondern zum Beispiel, dass die halt Kurse anlegt und löscht und altes Zeug archiviert und solche Dinge tut. Wir machen diese Dienste, also eben die ganze Geschichte mit CryptPad, Etherpad und sowas. Wir wollen eben, dass keine Datenweitergabe stattfindet, dass kein Tracking stattfindet, dass man eben die Bring-Your-Own-Device-Szenarien problemlos umsetzen kann. Weil das tatsächlich halt ein Problem ist, wenn die Schüler mit ihren privaten Geräten auf Dienste gezwungen werden, die tracken. Das kann ich eigentlich nicht machen, weil in dem Moment, wo die eben nicht mehr wo das zusammengeführt werden kann. Also ich meine, im Endeffekt ist natürlich sowieso irgendwie Augenwischerei. Also es passiert natürlich auch auf schulischen Geräten, aber auf schulischen Geräten sagen die Datenschutzbeauftragten, naja, wenn das nicht mit dem privaten Konto der Schüler verknüpft wird, dann ist es tolerierbar. Wenn ich aber jetzt meinen privaten Laptop mitbringe und Padlet vorbeisurfen muss, dann ist es nicht tolerierbar. Also es war so eine Aussage des Datenschutzbeauftragten von Hessen, der gesagt hat, eine datenschutzkonforme Nutzung mit eigenen Geräten ist nicht möglich. Mit schulischen Geräten, wenn die jedes Mal zurückgesetzt werden. Ja, wenn man aber ehrlich ist, im Schulnetz schon, das Profil vom Browser ist natürlich auf dem Home-Laufwerk, das heißt, ja, wird halt nicht zurückgesetzt. Wir achten darauf, dass wir das einfach nicht machen, also können wir es einfach auch einsetzen. Auch hier jetzt wieder ein bisschen Bürokratie. Jetzt geht's nicht weiter. Jetzt muss ich mal gucken hier. Irgendwas klemmt jetzt. Müssen wir eben hier gucken. Okay. Moment, Faden wiederfinden. Also, Bürokratie. Auch das haben wir einfach praktisch durch die Gremien gejagt, weil das letzten Endes Teil der Benutzerordnung ist und die Benutzerordnung ist Teil der Hausordnung. Hausordnung, da sind wir wieder bei der Sache wie mit dem WLAN, die Frage von vorhin. Hausordnung wie WLAN muss durch diese Gremien verabschiedet werden. Das steht im Schulgesetz, in jeder Schule einzeln. Das heißt, wir haben das in der GLK und in der Schulkonferenz abgestimmt. Da geht es jetzt um die Bring Your Own Device Regelung. Ich habe den Faden verloren. Sorry, nochmal ein Kommando zurück. Also, es ist bei uns so, wir haben nicht zu erwarten, dass der Schulträger genügend finanzielle Ressourcen hat, in absehbarer Zeit jedem Schüler ein iPad oder ein anderes Gerät zu finanzieren. Und drum haben wir gesagt, auch aus der Corona-Pandemie, da haben natürlich viele Schüler einfach Geräte gekauft, privat, und die wollten die hinterher weiter benutzen. Das war dann immer so eine Sache im Graubereich, dass die Schüler die Lehrer gefragt haben und die Lehrer haben dann gesagt, ja, darf ich benutzen oder nein, darf ich nicht benutzen. Ist natürlich so ein bisschen, ja, also da kauft man sich dann kein Tablet, wenn man nicht weiß, unter welchen Bedingungen das einsetzbar ist und unter welchen nicht. Und darum haben wir das dieses Schuljahr verallgemeinert oder vereinheitlicht
und haben gesagt, okay, wir machen das Bring-Your-Own-Device-Ding als Teil der Benutzerordnung, also der Hausordnung, sind durch die Gremien gegangen und haben im Prinzip die Regel gefunden, wenn die schulischen Dienste auf dem Gerät verfügbar sind, dann darf es verwendet werden. Also die Idee war praktisch zu sagen, gut, wir machen uns die Mühe, eine Nextcloud einzurichten, dann wäre es schon ganz cool, wenn der Nextcloud-Client auf den Geräten auch installiert wäre. Und ist tatsächlich der Plan ist dann der, es läuft ab nächstem Schuljahr, der Schüler kommt vorbei, ich werde irgendwie einen coolen Bepper machen, nicht allzu groß, dass es auch die eher designbewussten Menschen auf ihr Gerät anbringen können. Und dann kommt da so ein kleiner Bepper auf das Gerät, approved for use im Unterricht. Und das ganze Ding ist eben auch wieder durch die GLK und die Schulkonferenz gegangen und ist von daher eben soweit abgedeckt. Gut. Ja, die Lehrerleihgeräte, so als Schmankerl zum Ende. Dankeschön. Wie schon gesagt, das Land hat dann irgendwann gesagt, oh, die Lehrer brauchen ja auch noch Laptops. Sorry, das ist mir jetzt gerade so rausgerutscht. Also es war natürlich einfach viel zu spät. Natürlich hatten die Lehrer schon vor Corona, die allermeisten hatten schon Laptops und spätestens bei Corona haben sie sich welche gekauft und bis dann das Geld kam, war das natürlich so ein bisschen redundant, aber es ist trotzdem okay, dass man sich da bemüht. Es gab also Fördermittel. Der Schulträger hat im Prinzip gesagt, hier sind, ich weiß nicht mehr, 60.000 Euro oder was, oder 30.000 Euro. Mit der Administration wollen wir nichts zu tun haben. Das waren einfach die Worte. So. Aber ihr dürft das Geld ausgeben. Also durfte ich mir überlegen, oder wir als Schulleitung konnten uns überlegen, was machen wir jetzt mit dem Geld? Wir sollen Geräte für die Lehrer kaufen. Und dann haben wir eben wieder unser Medienkonzept angeguckt und haben gesagt, okay, Nachhaltigkeit, es wäre schön, wenn wir gebrauchte Geräte finden könnten, haben dann eben diese Lenovo Yogas hier gefunden und haben davon dann, glaube 65 Stück gekauft, so die Größenordnung. Also nicht für jeden Kollegen, weil von vornherein klar war, dass nicht jeder eins wollte, aber wir haben das dann so gemacht. Und haben dann eben gesagt, gut, ihr könnt auswählen, entweder mache ich euch ein Linux drauf, das habe ich auch, war ein bisschen komplizierter, habe ich auch geimaged gemacht, weil das war geimaged mit verschlüsselter Systempartition, weil das eben datenschutzrechtlich alles sauber sein sollte. Oder ihr könnt euch Windows drauf machen, wenn ihr dann den BitLocker anmacht, ist auch okay. Das war praktisch so die Aussage. Und dann habe ich mit meiner Frau so ein bisschen gewettet im Vorfeld, wie viele Linux und wie viele Windows-Geräte wir haben gestern oder vorgestern noch mal drüber gesprochen, wir konnten nicht mehr genau sagen, wer mehr und wer weniger hatte, aber wir wissen noch, der mehr hatte, war irgendwo so bei 15 bis 17, wo er gesagt hat, Linux und der Rest macht Windows. Und ausgegangen ist es tatsächlich so rum. Wobei man... Wobei ich an der Stelle sagen muss, es ist so, dass das natürlich für viele nicht der Daily Driver ist, das muss man klar sagen. Ich weiß aber auch, dass es mindestens 15 Personen gibt, die das Ding wirklich zu Tode benutzen. Also da steht, bei den Leasingrückläufern werden die amerikanischen Tastaturen mit so Folien-Dinger überklebt. Die sind weg bei den Kollegen, also muss man ganz klar sagen. Also insgesamt finde ich das trotzdem bemerkenswert, weil es immerhin ganz klar signalisiert, ja, wir wollen. So, jetzt noch eine Folie. Er wird schon ganz nervös, mein Engel. Der Ausblick ist der, wir haben den Digitalpakt, da haben wir am QG praktisch nichts gekriegt, das muss man halt klar sagen, weil wir Klassenraumausstattung und alles schon vor dem Digitalpakt fertig hatten. Also wir hatten praktisch 2017 schon überall Beamer, DokuCam und Laptop. Und deswegen sind wir da jetzt praktisch unten durchgerutscht, weil die Grundschulen sehr wenig hatten. Wir haben im Prinzip nur einen dritten Computerraum gekriegt für die Informatikgeschichte. Ja, was wollen wir haben? Wir wollen mehr vernünftige Geräte in der Schülerhand sehen. Werden wir weiter gucken, dass wir eben Bring Your Own Device machen. Das mit den Leihgeräten wird spannend, weil das eben Sondermittel aus Corona waren. Da muss man jetzt mit dem Schulträger verhandeln, inwieweit die dann irgendwann ersetzt werden können. Die Klassenräume, also 2016 haben wir die ersten fertig gehabt, 2019 war der letzte fertig, also gerade vor Corona. Die ersten Beamer sind jetzt also 8 Jahre alt und auch schon, also man muss sich mal überlegen, was macht man jetzt? Will man da so Displays haben? Eine drahtlose Bildübertragung wäre vielleicht ganz nett, solche Dinge. Was uns im Moment ganz arg beschäftigt, sind Regeln und Konzepte für Mobiltelefone. Da sind wir jetzt eingestiegen, das wird also dieses und nächstes Jahr dauern. Sehr spannende Diskussionen mit Schülern und mit Eltern schon gehabt diesbezüglich. Fertig.
Wunderbar. Habe ich, Brüder? Wunderbar. Vielen lieben Dank für den Vortrag. Wir haben jetzt noch ein paar Minütchen für Q&A. 6. Also ich bin nachher auch noch draußen im Foyer. Ich wollte also gerade fragen, wenn du noch ein bisschen da bist und für die Leute verfügbar natürlich. Natürlich. Gibt es denn Fragen? Hände hoch. Wunderbar. Kann ich direkt hier bei euch anfangen? Inwieweit kann der Schulträger jetzt gegebenenfalls der Schule etwas verbieten, das so zu machen, wie ihr das tut? Sehr schwierig zu beantworten. Es ist tatsächlich so, dass die Gespräche mit dem Schulträger zum Teil sehr kompliziert sind, weil das, also der Witz ist, die Gemeinschaftsschule macht es gar nicht so anders. Die haben auch Linux auf den Schülergeräten, haben allerdings auch iPads gekauft. Dadurch, dass wir das aber nach außen relativ offensiv vertreten, haben wir beim Schulträger tatsächlich so ein bisschen wir verursachen da irgendwie den Eindruck des Sonderkonzepts und das ist tatsächlich nicht ganz unkritisch. Also verbieten wird wahrscheinlich sehr schwierig. Verbieten kann letzten Endes nur, wenn er halt tatsächlich die, die Hoheit über die Administration übernimmt. Im Moment gibt's keinen Dienstleister bei uns. Das mache alles ich. Also das wäre schon, also er kann das machen, aber dann heißt es eben, er muss es auch komplett machen. Wird man sehen, ob das passiert. Fange ich mal diesmal ganz, ganz hinten an, sonst lasse ich da wieder andere Leute aus. So, wo warst du? Du warst da, oder? Ja, dann nehme ich dich erstmal. Welche Linux-Distribution oder Distributionen setzt ihr ein in der Schule oder auch für die Leihgeräte? Im Moment haben wir einfach Ubuntu 20.04. Aber mit dem ganzen Snap-Zeug und sowas, da bin ich ein bisschen kritisch, weil die Images natürlich dann auch sehr groß werden. Also ich muss jetzt sowieso die Server-Distribution mal wechseln und bin am Überlegen, ob ich dann Richtung Manjaro oder sowas gehe. Ja. Erstmal vielen Dank für den Talk und auch super für die tolle Adaption von Linux. Das hat man ja auch hier im Raum gehört. Meine Frage, ich bin jetzt nicht so allzu lange aus dem Schulbetrieb raus. Wie hat sich's denn entwickelt? Wie viele Schüler gehen danach weiter in die Informatik? Wie viele studieren? Ist merkbar der Unterschied durch diesen tollen Einsatz von Informatik, dass viel mehr das wählen im Vergleich zu anderen Schulen? Da fehlt mir der Vergleich zu den anderen Schulen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann bei uns sagen, dass es, seit wir den Schulversuch haben, also das ganze Ding, der Schulversuch gehört natürlich zu diesem Gesamtkonzept irgendwie dazu. Und wir hatten jetzt wirklich in 2 5-stündige Kurse. Der zweite hat jetzt gerade Abi gemacht und sonst jedes Jahr ein 3-stündiger. Nächstes Jahr haben wir einen 3-stündigen und einen 5-stündigen. Und von den beiden 5-stündigen Kursen, da waren es einmal 12 Schüler und einmal 7. Von den 7, die jetzt sind, werden 5 Informatik studieren. Von den 12, die das gemacht haben, ist auch über die Hälfte in Informatik gegangen. Also das merkt man schon. Und wenn man das jetzt insgesamt sieht, ich bin da dann auch immer so, dass ich denke, naja gut, lohnt sich der ganze Aufwand für die wenigen? Weil die meisten, die haben am Ende doch Windows und nehmen halt Office, weil es ist halt vorinstalliert. Da muss man sich nichts vormachen. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich halt, so wie nächstes Jahr, da haben wir 22 Schüler in einem Jahrgang mit etwa 100, die Informatik 3- oder 5-stündig weitermachen, das sind halt 20%, dann denke ich mir, das lohnt sich eigentlich schon. Und ich glaube schon, dass dieses hinter die Kulissen gucken und auch diese Präsenz, dass man Dinge selber machen kann, dass das da irgendwie mitspielt. Rede ich mir zumindest ein. Also man müsste es natürlich tatsächlich mal evaluieren. So, jetzt nehmen wir noch eine einzige Frage noch rein. Und wie gesagt, der Frank ist noch eine Weile da. Könnt ihr ihn ja auf 1-2 Bier ins Lehrerzimmer ziehen. So. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Ich bin bei Bellevue zuständig für alle Schulen in Baden-Württemberg. Tatsächlich ist das einer. Ich telefoniere jeden Tag mit irgendwelchen Schulleitern und Bürgermeistern und so. Und die meisten sind nicht der Meinung, wie die Schulleitung in Mössingen, sondern die meisten, besonders größere Schulen, sagen, wir brauchen unbedingt Microsoft, weil wir die Schüler schulen müssen für den Beruf und weil in der Industrie Microsoft verwendet wird. Und jetzt würde mich interessieren, wenn so eine andere Schulleitung auf die Mössinger Schulen zukommt, was wäre dann da eure Antwort?
Also meine Antwort und unsere Antwort darauf ist eigentlich die, dass wir sagen, diese Schulleiter haben Recht, wenn sie eine berufliche Schule sind. Also es ist tatsächlich so, wenn ich Sekretärinnen ausbilde, dann muss ich Microsoft-Schulung machen. Ich bin aber der Meinung, dass es an einem allgemeinbildenden Gymnasium einfach nicht notwendig ist, sondern an einem allgemeinbildenden Gymnasium möchte ich den Schülern irgendwie klar machen, was ich, wenn ich jetzt Präsentieren nehme, dass die lernen, wie eine gute Präsentation aussieht, also wie ich das mache. Und dass ich ein Werkzeug anbiete, was jeder benutzen kann, dass ich aber im Endeffekt das Werkzeug freistelle. Und ich würde eben sagen, gut, es funktioniert bei uns. Also ich sehe auch viele GFS, die mit PowerPoint gemacht sind. Ich habe aber halt auch schon GFS gesehen, die mit Manim programmiert wurden, mit Python. Und das ist eigentlich genau das, was ich halt will. Ja, ich will eben diese Bandbreite sehen eigentlich. Und das wäre das, was ich denen sagen würde, dass das natürlich, das sind wir ein bisschen bei der Folie mit dem Loslassen. Natürlich, wenn ich im Gleichschritt durch PowerPoint marschiere, dann habe ich am Ende den kleinsten gemeinsamen Nenner. Aber ich habe halt keine Höhen und Tiefen mehr. Und ich würde sagen, für eine allgemeinbildende Schule ist es besser, die Höhen und Tiefen zu haben. Und natürlich gibt es Szenarien, wo ich an dem Office 365 nicht vorbeikomme. Alright. Damit wären wir jetzt soweit durch. Vielen lieben Dank nochmal für Frank. Einen großen Applaus. Dankeschön.